Von gewaschenen Computerspezialisten. Alles über eine Leiche, die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Und um die Frage, ob er sich von dem Mordverdacht befreien kann, unter den ihn Kommissar Frenznik noch immer stellt. Dabei werden seine Beziehungen zu Vandenberg, dem Chef der Verbrecherorganisation, immer enger und gefährlicher. Sehen Sie also heute den zweiten Teil von Bastard. Zu Beginn gibt Ihnen eine kurze Zusammenfassung den Überblick über den Inhalt der ersten Folge. Paul David lebt, versorgt von seiner spanischen Haushälterin Teresa, auf einer Baleareninsel. Er entwickelt Computerspiele und verkauft sie nach Deutschland. Dieser Handel läuft über Pauls Freund Felix Dennison, der regelmäßig einen Mann auf die Insel schickt, um neue Spieldisketten abzuholen und Paul dafür zu bezahlen. Dieser Mann wird ermordet. Die Polizei findet Pauls Adresse bei dem Toten und Kommissar Frenznik ist davon überzeugt, Paul David ist der Mörder. Obwohl Felix Dennison seinen Freund am Telefon eindringlich davor warnt, kommt Paul zurück nach Deutschland. Noch am Flughafen wird er von Frenznik festgenommen. Paul weiß, dass er sich nur mit Dennisons Hilfe von dem Mordverdacht befreien kann. Doch Dennison ist verschwunden. Wie Paul ist Dennison Computerspezialist und genialer Hacker. Er kann sich in fremde Datennetze einschleichen, gespeicherte Informationen abrufen oder sie verändern. Auf diese Weise hat Dennison jeden Hinweis auf seine Existenz gelöscht. Beim Einwohnermeldeamt, bei allen Stellen, die Aufzeichnungen über ihn führten. Paul bittet Lisa, die Freundin Dennisons, um Hilfe. Sie arrangiert ein Treffen der beiden Männer, bei dem sich herausstellt, dass Dennison bei einem seiner Hackerstreifzüge durch fremde Dateien in das Informationsnetz eines internationalen Verbrechersyndikats geraten ist. Dennison hat seine Entdeckung skrupellos genutzt und ist in diese Organisation eingestiegen. Sein regelmäßiger Kontakt mit Paul, seine Geldzahlungen an ihn, machen Vandenberg misstrauisch. Ein Sprengstoffanschlag, der Paul gilt, verletzt Dennison schwer. Er ist nicht mehr in der Lage, Paul das Passwort zum Datennetz der Verbrecher zu sagen und stirbt. In seiner zerstörten Wohnung findet Paul Dennisons Hund, einen kleinen Bastard. Und mit Theresas Hilfe stößt er auf das Codewort zu Vandenbergs Organisation, Bastard. Kommissar Frenznik kann nichts mit Pauls Erklärungen über Disketten, Computer, Bits und Bouts anfangen und schaltet den Computerspezialisten des Landeskriminalamts Mooshake ein. Mooshake glaubt an Pauls Unschuld, aber welche Rolle spielt Lisa? War sie nur die Geliebte des toten Dennison oder gehört auch sie zur Führung des Syndikats?